Bonjour. Heute ist der 26.07.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 124 Jahren, am 26.07.1887, veröffentlicht Ludwig Leitzer Zamenhof unter dem Pseudonym Doctoro Esperanto eben die Sprache Esperanto, eine internationale Sprache, die überall gesprochen werden sollte. Hat sich allerdings noch schlechter durchgesetzt als der Euro. Schade eigentlich, also in beiden Fällen. Und der 26.07. ist der Annentag. Und am Annentag, oder auch Annatag, gedenkt man der heiligen Anna, der Mutter von Maria. Die heilige Anna ist unter anderem die Schutzheilige der Ehefrauen, Bergleute, Schiffer und die Beschützerin der Armen. Wenn man jetzt also eine arme, verheiratete Fischerin ist, die unter Tage arbeitet, dann ist man heute besonders sicher. Ganz sicher und geschützt, sogar besser als mit Carefree Ultra zum Beispiel oder OB. So, erste Anzeige, eine Beschwerde von Steffi. Der Lump, der sich erdreistet hat, von meinem kleinen, aber schnuckeligen und mir sehr ans Herz gewachsenen Auto die abschraubbare Antenne zu klauen, kriegt einen Tritt in den Arsch, wenn ich den erwische. Und zwar nicht nur von mir, sondern von allen meinen Freunden. So, und ich setze noch einen drauf. Wir machen das öffentlich hier auf dem Markt, so wie früher. Und wenn jemand Teer und Federn hat, dann wird das ein Heidenspaß. Hoffentlich kriegen wir den. So, nächste Anzeige. Das Da Antonio hier vorne auf der Neusser Straße weist darauf hin, dass man nach getanem Einkauf hier auf dem Markt dort prima eine Pause machen kann. Man kann sich einen leckeren Cappuccino gönnen oder auch ein leckeres Essen. Und der Service ist auch Primera Divisiona, wie man da so sagt in Italien. Im Da Antonio heißt es besser italienisches Essen als italienischer Fußball und da haben sie recht. So, dann gibt es einen Rechner zu verkaufen. Diesen schnuckeligen PC hier, ein AMD X2 5000 Plus mit 2,6 GHz, kostet 100 Euro das schöne Stück. Folgende Hardware ist drin, ein Asus Board, M2NE Enforce Chipsatz, 5000 Plus, 2 GHz, 2,6 GHz habe ich schon gesagt, 4 GB DDR2 RAM, 160 GB Festplatte, 320 GB Festplatte, beide SATA, DVD-Brenner, Systemanzeige, Kartenleser, Lüftersteuerung, eine GeForce 9800 GT mit 512 MB ist drin, Maus und Tastatur auch noch dabei. Für 20 Euro gibt es auch noch einen Bildschirm. Der ganze Rechner steht in Frechen. In Frechen und man kann anrufen unter 0157845 49757. 0157845 49757. Rechner für 100 Euro. Zum Schluss gibt es hier immer noch einen Witz von meinem Opa. Fragt der Richter, wo waren die zwischen 5 und 6? Sagt die Angeklagte, im Kindergarten, wieso? So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen es mir. Ich sag's im Viertel, jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche, außer wenn Markt ist, so wie heute, dann um 12 Uhr auf dem Sudermannplatz oder natürlich rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de, das bin ich und tschüss. Und dran denken, achso, hier. Und wer heute auf dem Markt ist, kriegt hier so eine Tasche, die wird verschenkt. Das machen die ganzen Marktbetreiber hier. Schöne, praktische Tasche, wo Sachen rein, jetzt gehe ich damit auch einkaufen. Tschüsschen!